Und Nazi-Gegner, liebe Antifaschisten, ich spreche im Namen der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes Bund der Antifaschisten zu Ihnen. Die VVN ist die älteste und größte antifaschistische Organisation in Deutschland. In unseren Reihen sind die ehemaligen Verfolgten des Nazi-Regimes ebenso organisiert wie junge Antifaschisten, die sich den Neonazis in der gesamten Bundesrepublik in den Weg stellen. Die Hitlerfaschisten sind verantwortlich für 60 Millionen Tote zwischen 1933 und 1945. Vor einem Monat, am 8. Mai, feierten wir den 65. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. Damit sich in Deutschland nie wieder Faschismus etablieren kann, verfügte die Anti-Hitler-Koalition im Potsdamer Abkommen das Verbot der Nazi-Partei mit all ihren Gliederungen. Und sie fügte hinzu, es sind Sicherheiten zu schaffen, dass sie in keiner Form wieder auferstehen können. Jeder narzisstischen und militaristischen Betätigung und Propaganda ist vorzubeugen. In keiner Form wieder auferstehen, jeder narzisstischen Betätigung vorbeugen. Diese Lehre wurde der Bundesrepublik Deutschland schon vor über 65 Jahren mit auf den Weg gegeben. Seit 1964 konnte die NPD jedoch damit beginnen, den deutschen Neofaschismus legal zu reorganisieren. Die Bundesregierung hatte dem Verfassungsgericht 2001 einen halbherzig gefertigten Verbotsantrag auf den Tisch gelegt, der inhaltlich bis heute nicht behandelt wurde. Das Bundesverfassungsgericht hat stattdessen den Bundesinnenminister und die Innenminister der Länder im Gegenzug aufgefordert, erst die Agenten des Verfassungsschutzes, die sogenannten V-Männer, aus den obersten Gremien der NPD zurückzuziehen, damit ein rechtsstaatliches Verfahren überhaupt möglich wird. Ein Teil der Innenminister und voran der bayerische Innenminister Herrmann weigern sich jedoch nach wie vor, ihre Spitzel zurückzuziehen, angeblich um die Kontrolle über die NPD zu behalten. Es ist deshalb höchst lächerlich, wenn unser bayerischer Innenminister Herrmann in beinahe schon regelmäßigen Turnus populistisch von einem Verbot der NPD spricht. Er ist es ja gerade, der die Behandlung vor dem Bundesverfassungsgericht verhindert, weil er sich weigert, die V-Männer in der NPD stillzulegen. Es ist natürlich richtig, dass Gedanken nicht verboten werden können. Verboten werden kann aber die Verbreitung faschistischer, antidemokratischer und menschenverachtender Auffassungen. Verboten und aufgelöst werden können die Organisationen, die hinter diesen Auffassungen stehen und deren Verbreitung organisieren. Würden ihnen durch ein Verbot die Strukturen, zum Beispiel Häuser und Druckereien und vor allem ihre Finanzquellen genommen, dann wäre das ein wichtiger Schritt gegen den Neofaschismus. Der braune Spielraum wäre dann erheblich geringer und wir bräuchten hier auf diesem Platz nicht alle zwei Jahre unseren Widerstand gegen die Neofaschisten zeigen. Apropos Widerstand. Unseren Widerstand zeigten wir vor zwei Jahren unter dem Slogan Bamberg ist bunt. Das Bamberger Bündnis versuchte damals, alle Nazi-Gegner ohne Ausgrenzung unter diesem Slogan zusammenzuführen. Auch heuer wollte dies das Bamberger Bündnis ursprünglich wieder. Trotz der immer wieder auftretenden Versuche herrschender Parteien, Personen oder Organisationen, bestimmte Gruppen aus dem gemeinsamen Engagement gegen Neofaschismus auszugrenzen. Ein besonderer Dorn im Auge der sich anbietenden Organisationen ist dabei immer wieder meine Organisation und damit die Mitarbeit der VVN im Bündnis. Umso bedauerlicher finden wir von der VVN die Ausgrenzung durch selbsternannte Sprecher des Bamberger Bündnisses, die im Vorfeld der gestrigen
und heutigen Aktionen diejenigen Nazi-Gegner gleichsam im Wahnfall einer Bewusstlosigkeit aus ihrem Denkhorizont ausgeschlossen haben, die nicht unbedingt ihre eigene Meinung sind. Und im Vorfeld des gestrigen Konzerts gegen rechts sogar im bayerischen Fernsehen zu erklären, dass man keine Linksextremisten hier wolle, was auch immer der Redner hierunter verstand, das schlägt dem fast den Boden aus. Für uns von der VVN gilt, nicht links oder konservativ oder sonst wie denken ist unser Ziel, sondern der antifaschistische Konsens aller Nazi-Gegner ist Maxime für unser Handeln. Und dabei grenzen wir niemanden aus. Denn jede Verengung würde den Antifaschismus schwächen, den Widerstand verringern und letztendlich Alt- und Neonazis stärken. So ist unser VVN-Grundverständnis von Widerstand nicht eingleisig schwarz oder rot oder grün, sondern rot und schwarz und grün zugleich, also bunt. In dieser Vielseitigkeit liegt die Stärke des Widerstands, sowohl für die VVN als auch für jedes Bündnis gegen rechts. Als VVN-Mitglieder haben wir deshalb, ungeachtet unserer sonstigen politischen Positionen, auch eine besondere Verantwortung für diese Breite. Wir wollen immer wieder zusammenführen, von links bis konservativ, wollen mithelfen, dass Antifaschisten weder als linksextrem noch als bürgerlich ausgegrenzt werden und unterstützen dabei auch politische Aktionsformen, die immer mehr Menschen einbeziehen statt abschrecken. Wir wollen immer wieder Verständnis schaffen für unterschiedliche Zugänge zum antifaschistischen Engagement und wehren uns gegen die Verabsolutierung eines richtigen oder konsequenten Antifaschismus. Allen Rückschlägen oder allen Vorwürfen zum Trotz. Liebe Nazi-Gegner und Gegnerinnen, von diesem Weg der Solidarität aller Nazi-Gegner dürfen wir uns nicht abbringen lassen in unserem Engagement gegen Neofaschismus und bei der gemeinsamen Suche nach jener Welt des Friedens und der Freiheit, die sich die Überlebenden der Konzentrationslager zum Ziel gesetzt hatten. Denn sie wussten, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen.